Laserschwert ist in unserem Orden eine traditionelle Waffe. Es ist ein Symbol der Fertigkeiten, der Entschlossenheit und der Autorität eines Jedi. Was bedeutet meine Autorität? Jedes Laserschwert ist so einzigartig wie der Jedi, der es führt. Die Klinge besteht aus reiner Energie, die durch polierte Kristalle im Heft fokussiert wird. Der zweite Test besteht darin, dass der Jedi sein Laserschwert mit eigenen Händen fertigt. Und jetzt ist eure Zeit gekommen. Sprecht mit Master Dorak. Er wird euch erklären, wie ihr einen Kristall auswählt. Alles Klärchen. Natürlich. Oh, Werkbank. Pistole. Carve. Das ist alles voll. Du hier nicht. Hier mischen. Oh, hab ich ein Sammelboot. Der macht ordentlich Boom. Na, Gilmore, schön nicht für euch. Ja, für dich hier. Nahkampf, glaube ich, nicht wahr? Ja. Okay. Wie unterscheiden sich die Charakterklassen? Oh, guck mal hier. Jedi Hüter werden für die Schlacht ausgebildet, während sie die Ausbildung eines Jedi Gesandten allein auf die Beherrschung der Macht konzentrieren. Jedi Wächter beschreitet einen schmalen Grat zwischen beiden und Extrem. Ich will mal wissen, wer Jedi Hüter. Jedi Hüter kämpfen gegen die Mächte des Bösen und gegen die dunkle Seite. Sie sind Meister des Kampfes und wissen vortrefflich mit dem Laserschiff umzugehen. Standardattribute 10, Gesundheitspunkte Level 4, Machtpunkte Level langsame Verbesserung von Fähigkeiten, schnelle Anstieg der Talente. Den Jedi Gesandten, also schnell mal um. Jedi Hüter beherrschen den Machtsprung automatisch. Diese Fähigkeit ermöglicht ihnen, Gegner bis in den zu 10 Metern entfernten anzugreifen. Jedi Gesandten. Jedi Gesandten treten die Balance zwischen Universum ein. Ihre Ausbildung konzentriert sich deshalb auf eher mentale Disziplin und beherrschen die Macht. Standardattribute 6, Gesundheitspunkte Level 8, Machtlevel langsam, Verbesserung von Fähigkeiten und Talenten. Echt? Jedi Gesandten beherrschen den Machtfokus automatisch. Dadurch ist es ihren Gegnern sehr schwer, ihre Machtfähigkeit zu widerstehen. Also deswegen. Jedi Wächter. Jedi Wächter kämpfen gegen das Unrecht. In ihrer Ausbildung lernen sie die körperliche und mentale Disziplin des Jedi-Orns. Also das nur dazwischen. Machtpunkte und Machtpunkte Level. Durchschnittliche Verbesserung von Fähigkeiten, langsamer Anstieg von der Talenten. Jedi Wächter sind absolut immun gegen Furchtattacken. Alles ja, ich bin glaube ich die Hüter hier. Wir aufs Maul hauen. Alle wissen wir zumindest, in welche Richtung wir gehen wollen. Meister Dorak. Ich brauch was von dir. Ah, ihr seid also auf Geheiß von Master Zar gekommen, junger Schüler. Er sieht Großes in euch. Genau wie ich. Es ist an der Zeit, dass ihr die Farbe eures Laserschwertes wählt. Diese Farbe spiegelt zugleich eure Haltung und eure Position innerhalb des Ordens wider. Welche Farbe gibt es? Blau ist die Farbe der Jedi-Hüter. Diese Jedi kämpfen gegen die Mächte des Bösen und der dunklen Seite. Sie legen ihren Schwerpunkt auf das Kampftraining und den Gebrauch der Laserschwerter. Gelb ist die Farbe der Jedi-Wächter. Sie verfolgen Unrecht und Verrat und bringen sie ans Licht. Sie legen weniger Wert auf ihr Kampftraining als auf andere Fähigkeiten. Grün ist die Farbe der Jedi-Gesandten. Sie versuchen, das Universum im Gleichgewicht zu halten, verhandeln und vermitteln zwischen anderen Gruppen. Sie benutzen ihre Macht, um Konflikte zu beenden und den Frieden zu wahren. Das stimmt nicht mehr. Also das ist voll veraltet jetzt hier. Die Templer, beziehungsweise die Hüter, sind die, die gelben Lichtschwerter haben. Die Gesandten. Also die Farbe explizit nicht unbedingt, was für eine Gesinnung er ist. Ich würde auch sagen, hier die Hüter, wenn die halt mehr im Lichtschwertkampf sind,
können die auch die gegründet haben, ja. Weil das Grüne bedeutet, die haben einen bestimmten Kampfstil. Ich weiß nicht, wie die Kampfstile. Es gab zwei besondere bei den Jedis in der Republik. Also nicht in der alten oder der neuen, sondern in der Republik. Yoda hat zum Beispiel ein grünes Haar, der hat, glaube ich, Atari irgendwie so gelernt, das sehr viel mit Movement zu tun hat. Also heißt, für viel Bewegung. Also heißt, die müssen halt sehr körperlich anspruchsvoll sein. Beim Blauen sind die eher die halt zum Beispiel Blasterschüsse, wo sie mehr auf Defense gehen. Das ist eigentlich mehr der Hintergrund. Master Windu hat eine lila Farbe, das ist auch sehr selten, weil er sehr eine aggressive und ein zwischen Zorn und Gelassenheit kämpft. Also er hat einen sehr wilden, Moveset. Deswegen hat er lila. Zum Beispiel Count Dooku hat ein geschwungenes, auch mit Air Ventress, hat auch zwei geschwungene, und bei denen ist es nämlich so, die sind halt ganz gut für Duelle geeignet. Also mit anderen Jedis, beziehungsweise Ziv. Aber ich möchte gerne ein Jedi-Hüter werden. So. Nun, wir werden sehen. Ich werde euch jetzt ein paar Fragen stellen und eure Antworten werden uns verraten, zu welchem Pfad ihr am ehesten neigt. Eine Frau mit einem kleinen Kind wird von einer Horde bewaffneter Banditen bedroht und sie schreit um Hilfe. Was tut ihr? Was gibt's denn? Ihnen helfen und zu fliehen. Schläger angreifen. Schläger aufhalten und herausfinden, warum sie angreifen. Glaube ich nicht. Wenn das Banditen sind, warum soll ich denn rausfinden, was die wollen? Und angreifen ist auch scheiße. Ihnen helfen zu fliehen. Ah ja. Gut, dann weiter mit der nächsten Frage. Ihr kämpft gegen einen dunklen Jedi, der sich mit den Sith verbündet hat. Es gibt eine kurze Kampfpause. Was tut ihr? Herausfinden, warum er die dunkle Meister erlegen ist, um ihn versuchen zurückzuholen. Nee. Der hat dann Schlings verloren, der Schlings mit mir. Eine Schwäche in seinen Technik zu erkennen. Ja, das dachte ich mir schon. Nun zur nächsten Frage. Ihr steht vor einer verschlossenen Tür. Euer Ziel befindet sich dahinter. Was tut ihr? Schlossknocken. Also anschleichen. Ich glaube, da zeichnet sich langsam ein Muster ab. Ich denke, ich weiß schon, welcher Weg für euch der richtige ist. Mittlere. Aber zunächst noch die letzte Frage. Ihr leitet eine Enklave auf einer umkämpften Welt. Die dunklen Jedi haben die Welt infiltriert und stiften Unruhe. Was tut ihr? Diese Schrecke zu bringen, sie in der Falle zu locken, sie in eine Falle locken. Okay, ich würde sagen, sie in einer Falle locken. Mit der Planetenregierung zusammenarbeiten, um die Spione aufzudecken. Diese Schrecke zu bringen, ja, muss ich ja. Aber das bringt mir einfach nicht, einfach hinzurennen und da was machen. Ihr leidet in einer Enklave. Auf einem bestimmten Planeten. Also Welt. Die dunklen Jedi haben die Enklave infiltriert. Die Welt infiltriert. Und stiften Unruhe. Was tut ihr? Ohne Information bringt mir ja nichts. Ich versuche mit denen zusammenarbeiten normalerweise. Um dann rauszufinden, wo die herkommen. Aber in der Falle zu locken, wäre auch noch eine Idee. Ja, das dachte ich mir schon. Wie ich vermutet habe, eignet ihr euch am besten für den Weg des Jedi-Wächters. Welche Farbe und welcher Lebensweg würde wohl am besten zu euch passen, Schüler? Ja, wie gesagt, ist gelb halt. Ich bin halt immer
Aber ich bin eher die Hüter, weil ich nicht mehr mit sich so stark mit der Macht spielen werde, wie bei Jedi Gesandten. Aber ich bin auch genau, eigentlich genau dazwischen, was mir eigentlich auch gefällt. Aber ich bin Soldat, also ich bin Jedi Hüter. Hier habt ihr einen blauen Kristall für euer Laserschwert. Geht noch einmal zu Master Zar. Er wird euch erklären, wie man ihn einbaut. Ja, jetzt bin ich die Hüter. Überreden, überreden. Ach, so zwei Punkte kann ich jetzt drin packen. Talente. Ihr werdet Lichtschwert weiter verbessern hier. Aber wie gesagt, das hat nichts gebracht, wenn ich jetzt hier verbessert hätte irgendwas. Wenn ich halt eh mit Lichtschwert arbeite jetzt zukünftig. Und die Kräfte. Ich habe zwei Talentpunkte. Also für mich ist Heilen wichtig. Und was ist noch für mich wichtig? Das hier mit Lebensfeld ist natürlich cool. Was ist jetzt hier los? Machtstoß, Universalwinken. Ich werde Geschwindigkeit annehmen. Und da ist ja noch ein Level abgegangen. Möschen. Kriegst das da. Fähigkeiten. Das. 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 Und noch ein Zweier. Irgendwas macht Tarnung drin. So. Was willst du denn haben? What do you do with a drunken sailor? What do you do with a drunken sailor? What do you do with a drunken sailor in the summer? Könnt ihr hier verbessern eigentlich? Bringt der hier auch Vorteile ab? Oh, ach, voll ab. Auf. Aber ich denke, ich werde uns Sniper-Schüsse geben. Dass sie halt besser Damage machen kann. So ein Level ab. Dauert noch ein bisschen. Also. Moment mal, bekomme ich ja zwei Levels? Verschiedene Levels? Immer als Jedi-Hüter, immer als Soldat. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das hätte ich jetzt nämlich nicht mehr einen Schirm gehabt. Ob das hier möglich ist jetzt. Ah, gut. Jetzt, da ihr euren Kristall ausgewählt habt, wollen wir mit dem Bau eures Laserschwertes beginnen. Cool. Ja, ist sehr interessant. Das ist ja die Sache. Ich will ja zwei. Ja, blau ist schön und gut. Ich will gelb haben. Ich will meinen Stolz haben, als Templer zu spielen. Aber wir werden natürlich erst blau sein. Wir sind blau. Bis ich halt irgendwann andere Farbe bekomme. Also einen anderen Kristall bekomme. Beziehungsweise ich brauche ein zweites noch, weil ich jetzt mit zwei Waffen arbeite. Gut, jetzt habe ich das. Und wir packen noch eine Klinge dazu. Welche Klinge war am besten? Besten. Missions. 1 zu 10 plus 1 Bonus plus 1 G. Das hier. Sehr starke Explosion als Bonustalent. Ne, die können Kendros eigentlich haben. Stärke. Davix. Kann das hier eher tragen? Theoretisch ja. Ja, kannst du haben. Bekommst du halt seine republikanische Rüstung. 6 und 4. 4 und 5. Ja. Besser, etwas besser. Wum. Ihr habt bei der Anfertigung eures Laserschwertes gut gearbeitet. Der Kristall ist perfekt gefasst. Das kommt nur ganz selten vor, wenn jemand sein erstes Laserschwert anfertigt. Die Kristalle sind sehr selten. Man findet sie nur in Höhlen, in denen die Macht stark ist. Indem ihr Kristalle in euer Laserschwert einbaut, könnt ihr seine Eigenschaften verändern
oder verbessern. Es gibt sogar Gerüchte über Höhlen der Macht hier auf Dantooine, wo man derartige Kristalle finden kann. Ich kann die Kristalle auf Dantooine finden? Doch, es ist nur ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob etwas Wahres daran ist. Aber erst müsst ihr lernen, mit eurem Laserschwert umzugehen. Seid vorsichtig, wenn ihr es zieht. Euer Laserschwert identifiziert euch als Mitglied des Jedi-Ordens. Viele werden euch ehren und respektieren, aber gleichzeitig werdet ihr auch von gefährlichen Feinden erkannt. Die Sith und die dunklen Jedi werden versuchen, euch zu zerstören, Schüler. Und ihr müsst euch im Kampf gegen einen Feind, der ebenfalls ein Laserschwert trägt, würdig erweisen. Seid ihr bereit für die letzte Herausforderung, Schüler? Selbstverständlich. Jeder Jedi muss stets mit der Bedrohung durch die dunkle Seite leben. Ihr müsst das wirklich verstehen, bevor euch der Orden aufnimmt. Ihr müsst die Korruption der dunklen Seite mit eigenen Augen sehen. Selbst hier auf Dantooine gibt es Orte, an denen die dunkle Seite herrscht. Dort verdirbt und verdreht sie die Natur selbst. Im Südosten ist ein uralter Hain, der von den Jedi zur Meditation genutzt wurde. Doch der Hain ist jetzt verdorben und eine Aura aus Dunkelheit umgibt die Gegend rund um den Hain. Die Karth-Hunde in der Gegend sind wild und rastlos geworden. Sie sind jetzt eine Bedrohung für die Siedler. Eine Bedrohung, die zu beseitigen wir Jedi versprochen haben. Was soll ich tun, Master? Okay. Die Karth-Hunde sind natürlich nur ein Symptom für die wirklichen Probleme. Ihr müsst in den Hain gehen und euch der wahren Quelle der Dunkelheit gegenüberstellen. Das ist eure Aufgabe. Könnt ihr mir nicht noch mehr Rat geben? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Manche Dinge müsst ihr selbst erfahren. Hä? Keiner der anderen Jedi in der Akademie darf euch bei dieser Aufgabe helfen. Doch denkt an eines, Schüler. Ein Jedi agiert mit Geduld und Umsicht. Jene, die auf dem dunklen Pfad wandern, sind nicht für immer verloren. Der alte Hain ist noch immer von der dunklen Seite verdorben. Wir können mit eurer Ausbildung nicht fortfahren, solange die Ausbreitung der dunklen Seite nicht aufgehalten wurde. Das ist eure Aufgabe, Schüler. Möge die Macht mit euch sein. Was für eine bescheuerte Aussage. Man soll nicht unwissend sein und Wissen haben. Und dann helfen die uns nicht. Hilft er mir nicht. Was für eine blöde Aktion. Dün, 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 dün. Seid gegrüßt, Schüler. Auch wenn ich annehme, dass ihr diesen untergeordneten Titel nicht mehr lange tragen werdet. Wie Master Zar mir mitteilte, macht ihr bemerkenswerte Fortschritte. Ihr werdet, so glaubt er, schon bald den Rang eines Padawan bekleiden. Dann seid ihr ein anerkannter Jedi. Und? Genießt ihr die Ausbildung? Es ist schwierig, aber es lohnt sich. Ich möchte lernen, Macht einzusetzen und nicht Philosophiegeschwätz zu lauschen. Ich möchte mein Laserbett verbessern und ich habe von endlichen Höhlen gehört. Es gibt auf Dantooine Höhlen, in denen diese seltenen Kristalle zu finden sind. Aber ich muss euch warnen, Schüler. Dort ist es gefährlich. Ihr solltet eure Nase nicht in Dinge stecken, die jenseits eurer Macht liegen. Viel Glück noch bei eurer weiteren Ausbildung. Ihr müsst noch viel lernen. Möge die Macht mit euch sein. Ja, würde ich auch. So. Kann ich eigentlich hier mitten drin wechseln, meine Leute? Das hat vorher nie ausprobiert. Kann ich hier auch wechseln hier? Gruppenauswahl. Ah, hier. Ah, ich glaube, kann ich mit drin machen. Cool. Das wusste ich jetzt nicht mehr. Na ja, Zalbar und Candorus nehmen wir mit. Ah, Level abbekommen. Candorus. Ja, Weisheit. Du bist immer sehr weise. Nein, bist du nicht. Du bist Soldat. Frontschwein. Du brauchst nur Heilung. Durch deine Implantate. Was packe ich dir jetzt hin? Eine sehr starke Explosion. Meister. Meister! Ja, immer den Meister. Annehmen. Huki. Sprengstoff, Bewusstsein. Und. Ah, heil dich selber. Talentier. So, was gebe ich dir denn?
Das hast du, das hast du, das hast du. Ich kann dir Dual Yin geben. Aber ich gebe dir. So richtig ausrasten? Nee. Ich gebe dir mehr Unruhe. Machen wir Level ab. Oh. Ja, ich gebe dir. Du bist brutal. Du bist brutal. Implantat Stufe 2. Ah. Mutigkeit Treffer, Geschicklichkeit 1. Interessant. Ah ne, du bekommst hier Daveks Visier. Du hast noch nichts bekommen dafür. Das hast du nicht. Kleidung gibt's für dich nicht. Du bist selbst immer nackt. Naked? Okay, warte mit dir. Du hast mehr Leben als ich. Ich hab mehr Rüstung. Ich hab meisten Rüstung sogar. Mit Rüstung nicht möglich. Ah. Wer bist du denn da? Nun, Jedi. War das damals der Hintergrund, da, warum ich keine Rüstung getragen habe? Oh, Verzeihung. Oh. So, wir werden jetzt ein paar Mandalorianer ein bisschen ärgern. Ja, wir würden Kendras ein bisschen helfen. Wenn er nicht gefällt, dann wechsle ich halt. Kick raus, Jedi-Druide. Ja. Wo sind die Leute? Da.